Was war es bei mir? Resident Evil 2 ist, glaube ich, ziemlich weit oben. Als Kind war da schon Nonplusultra. Dann nenne ich wieder die Favoriten von mir. Dead Space fand ich ziemlich krass. Ich weiß noch, das habe ich bei dir auf der Xbox 360 kennengelernt. Da war ich das zweite oder dritte Mal bei dir. Ja. Das Spiel ist ja relativ lang. 12 Stunden kann man da schon dran sitzen. Und ich war eine Woche bei dir. Und ich wusste am Ende, scheiße, du willst das auch beenden, bevor du hier weg bist. Sonst kannst du es nicht mehr spielen. Und dann hast du gepennt und ich habe noch weitergespielt. Da war ich in diesem Greenhouse-Area mit dem Dämpfen und dem ganzen Scheiß. Ja. Wie alt war ich da? 19? Du warst vielleicht 17 oder so? Ich hatte richtig Schiss, weil du hast gepennt. Ich habe da allein im Dunkeln gesessen. Und habe wirklich durchgerockt noch. Aber das Dead Space ist eines meiner Highlights. Und diese Necromorphs sind so widerlich und gruselig. Es gibt auch ein Anime dazu, den fand ich auch krass. Also Dead Space liebe ich, die ersten beiden Teile. Den ersten habe ich bisher nur gespielt, der zweite muss ich auch noch mal nachholen. So, ich lese mal den Chat. Das Add-on von Tomb Raider 1. Wusste es vor kurzem als PS1-Kind nichts davon, kein Ding. Also wenn die Zeit... Achso, bei Wishes, nee. The Witcher 3 war für Wishes das schlimmste Horrorspiel. Okay. Ja, da gibt es ein paar gruselige, geile Quests auf jeden Fall. Auch wenn es nicht primär Horror ist. Aber es gibt ein paar Horror-Quests, die besser sind als viele Horrorspiele, das stimmt. Ash Ketchum hat zu wenig Horror-Games gespielt dafür. Also hat er wahrscheinlich mehr Angst bei mehreren Sachen, schätze ich mal. Genau. Naja, nur dass aktiv bleibt, dass ich gut sein. Jerome schreibt, Resi 4 war hart. Vor allem als Kind habe ich immer bei meinem Vater gesehen, als er gezockt hat. Und heutzutage zocke ich selbst und manchmal ist das schon gruselig. Bestimmt die Regeneratoren. Ja. Dead Space 1 schreibt X Shadow Rogue auch, hatte so Angst zu spielen, war schlimm. Das Lustige ist, mein Freund war zu Besuch und er hat das komplett durchgespielt. Ich kenne das Feeling, Shadow Rogue. Wie gesagt, Ashura schreibt, ich habe mit Project Zero gestartet. Die Rituale in Teil 2 finde ich immer noch gruselig. Hast du einen Project Zero Teil gespielt, Andy? Ja. Welchen? Auf der Wii bestimmt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeinen. Ich weiß nur, dass die manchmal von den sexy Kostümen entschärft wurden in Deutschland. Mehr weiß ich über die Games nicht. Aber es ist ja mit den Geistern fotografieren, ne? Jerome, das Regeneratorentrauma habe ich übrigens auch. Er schreibt, aber als würde sagen, als Kind Thief 1, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, genau. Er hatte Angst vor den Zombies im Bergwerk und hat das Level nicht zurückgespielt. Das ist ziemlich krass. Wishes schreibt auch, Dead Space 1 war top. Aber atmosphärisch, gerade wenn du die von weitem hörst, oh ja. Die durch die Vents krabbeln. X-Fresh Scope schreibt, ich habe auch noch nicht so viel Horror-Games gespielt, aber das war wohl Amnesia The Dark Descent. Ja, sehr gruseliges Spiel und auch wenn es von YouTubern, man könnte sagen, wenn man es von Oberfläche betrachtet, dass es YouTube-Bait ist, aber es ist wirklich ein gutes und gruseliges Spiel. Auch wenn man nur mit der Lampe rumläuft, aber man hat halt Survival-Horror, weil man das Öl managen muss von der Lampe und dieses Zeug, was dafür sorgt, dass du nicht wahnsinnig wirst. Also du musst halt Ressourcen managen und das ist schon ziemlich gut. Weißt du, was bei mir gewesen ist? Erzähl. Du bist so ruhig, erzähl. Ich habe das Ganze damals ja mit meinem Regenerados erzählt, ne? 14. Aber ich hatte mal ein Erlebnis. Ein Erlebnis? Ich muss gerade mal nebenbei noch mal hinhören. Ja. Weil ich höre mich auch selber und so. Ja, genau deswegen, Kiki. Du kleine Bitch. Oh, du hast alle drei gerade, ne? Ja, ja. Shit. Und zwar, The Witch's House hatte einen Moment, den habe ich auf LP festgehalten. Part 4 oder 6 ist es. Das hat mich richtig weggehauen. RPG Maker. Aber dieser Moment, ungelogen, ich war wirklich 19 oder so und ich war nicht mehr so kindlich wie damals mit 14, 15. Boah, Wichser. Ey, komm schon. Puff weg, du Wichser. Alter, hab ich grad Schiss gehabt. Ich dachte, der Clown wäre auch da gewesen. Ich dachte vor allen Dingen, er kommt rein jetzt. Und es gab eine Szene, die hat mich richtig weggefisst mit dem Porträt von der Mona Lisa. Das ist, wo ich 19 war. Hast du das nicht mit Wishes auch mal gespielt? Ja, ich habe so Wishes mal gespielt. Genau. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wishes, Murder Soul Suspect, sagt mir was, habe ich nicht selber gezockt. Ich glaube, das war so ein Spiel, was ein bisschen untergegangen ist. War das nicht, konnte man sich da nicht in eine Katze verwandeln oder so ein Schwachsinn, wo man auch so ein Privatdetektiv war und irgendwie übernatürlich? Ich weiß es nicht mehr genau. Murder Soul Suspect, ja, genau, das war für die PS3, habe ich hier rumfliegen, glaube ich, wenn du es haben willst. Erstmal nicht, aber ich habe mal davon gehört auf jeden Fall. Jerome sagt, damals mit 6 habe ich... Mit 6?
muss hart drauf, Jerome, habe ich Resi Zero gezockt. Also das mit 6 ist selbst das gruselig. Aber ich habe es nur zur ersten Schreibmaschine im Zug geschafft, war hart. Ja, glaube ich, wenn du den Controller kaum halten kannst, ey. Und zu So Suspect sagt Wishes noch, da waren ein paar dabei, wo es mir eiskalt runterlief. Das sind denn die guten Horror-Games. Ash sagt, habe ich letztes Jahr zu Halloween mal angespielt, aber irgendwie nie weitergemacht. Und Shadow Rogue bestätigt, Murder Suspect war cool. Ist Grusel- und Detektivmix. Klingt interessant. Es hat damals nur so durchschnittliche Wertungen gekriegt, deswegen habe ich es nie weiter ins Auge gefasst, irgendwie. Also Special Interest, du hast es gleich geschafft, Alter. Die härteste Nacht neben der letzten. Ich weiß, was ich krass als Horrorgame empfunden habe. Warte noch kurz, merk es dir 20 Sekunden den Gedanken. Boah, Wichser. Du bist, dann hast du es geschafft. Kannst du erzählen, wenn die Glock schlägt? 10 Sekunden noch. Yes. Jetzt kannst du es erzählen. White Day. Der Hausmeister. Da hast du maximale Panik. Das ist schon krass, wenn er dir die ganze Gänge folgt. Aber ich habe das erste EP mit dir geliebt damals. So, das ist jetzt einfach. Wir haben jetzt ein Zeitlimit, weil wir Emily suchen müssen. Da kann ich mir auch einmal den Kopfhörer Was ich bei White Day so cool finde, kann ich auch sehr empfehlen, das Game. Auch ruhig in der Originalfassung, selbst dies war halt nicht mehr so schön, aber über das über ein Eimer stolpern ersetzt einfach nichts. Ist so, das war das schon. Das gibt's im Remake leider nicht mehr. Das ist übrigens Emily. Die hat keine Arme. Emily hat die Arme verschränkt vor dem Körper, aber sie hat den Monster Booty mit dem Monsterschnitt. Und der Monster-Popo gibt dir den Kick. Ist so. Sie hat ein Monster. Ist so. Von hinten sieht die aus wie so eine Lolli-Elfe, die gefickt werden will. Und Andi kann theoretisch in dieser einfachsten Phase der Nacht einfach dastehen, die Zeit ablaufen lassen, sie dann einsammeln und sie wieder suchen. Dann muss er sie nur 3-4 Mal suchen. Korrekt. Es geht ja nicht darum, dass ich sie 10 Mal finde, sondern darum, dass ich sie so lange finde, bis das Zeitlimit abgelaufen ist. Deswegen warte ich, wenn ich sie gefunden habe, bis 10 Sekunden, 5 Sekunden vorher, dann hole ich sie mir einfach. Wishes, wenn du ein RP zu Murder Source Suspect machst, gucke ich gerne mal rein. Gerne. Dito, bin ich auch dabei. Ich habe selber nie gespielt, aber ich habe viel Gutes davon gehört. Lass mir gerne lecker Hunger machen auf gute Horror-Games, immer. Vor allen Dingen, sowas kann man sich auch ganz gut abends geben, so zum Chillen nebenbei, weißt du? Was ich bei White Day so cool fand, war, dass du wirklich in dieser dunklen Schule am Anfang mit diesem geilen Streichholz rumgelaufen bist. Ich fand diese Atmosphäre in dieser japanische dunkle Storys, wo du so rumläufst, ich finde, ich stehe auf so einen Scheiß. Und das hat so eine, dann hörst du den Regen von draußen und es baut so eine eigene Atmung auf. Auch wenn du da auch nicht schießen kannst. Der Horror kommt einfach davon, Angst zu haben vor diesem Hausmeister und die Geister, die random irgendwo kommen können, die Poltergeister und der ganze Scheiß. Ja. Also White Day ist eines der Spiele, was mit Geistern geile Sachen macht. Es gibt nicht viele, finde ich. Weißt du das? Dem Clown, ja. Dürfte eigentlich gar nicht auftauchen, wir haben 4 Das Spiel Uhr. Backt mal wieder, schön. Geil, aber normalerweise dürfte jetzt eigentlich keiner auftauchen. Ach komm, extra Challenge, spielst du einfach sonst. Ja, ist so. Schön, bevor Chucky kommt. Sie ist eh im Basement. Hallo. Jerome sagt, ja, das erste Resi-Spiel, das ich gesehen habe, war Teil 4 auf Gamecube von meinem Vater, da war ich mega jung. Ja, wenn du Resi Zero schon mit 6 gesehen hast, du bist sehr härter drauf als ich, ey. Oh, da ist Emily wieder. Er schreibt, Thief 1 habe ich, als ich 8 war oder so gespielt. Aber warum kommt er? Aber nur bis Mission 2, schaffst du schon. Ja, das Bergwerk, Ash. Mission 2, die Zombies. Die sind auch richtig heftig bei Thief, die kann man heute noch drüber lachen, wie die aussehen, aber die Geräusche sind richtig genial. Wie ihr Spiel gerade rumbackt. Jo, extra Challenge. Ich mach dir mal den Countdown, wer sich bin. What the fuck? 3 Minuten waren noch. Ja, ich hoffe, das Spiel lädt jetzt mal richtig die Assets, weil normalerweise dürfte eigentlich keiner auftauchen. Das hatten wir beim ersten Mal auch, wo wir in 4 Uhr angekommen sind. Das ist schon wieder dieser Bug. Irgendein Asset lädt da nicht richtig. Ja. Bestes Game. Egal, 4 Uhr, mega easy, aber 5 Uhr. Muss, glaube ich, gleich mal den Timer zurücksetzen. Wo wir gestern da waren, war es auch im realen Leben fast 4 Uhr. Das war echt witzig. Ja. Warte. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, kann ich mit leben, die 2-3 Sekunden. Ja, ist egal. Ist ja eh nur Emily finden jetzt, wenn ich schon wieder irgendwelche Sachen auftauchen, die nicht auftauchen sollten. Ja, Jerome, guck ruhig mal bei Wishes rüber, der macht auch mal interessante Sachen. Ja, yeah, der macht zum Beispiel jetzt gerade eine. Der ist ziemlich fleißig. Der macht Kingdom Hearts und so und der ist auch schon seit Tomb Raider Challenges. Ja. Ich hab gehört, der hat auch beim Zocker King seine Finger im Spiel. Vielleicht für Wishes Zocker King, wer weiß. Red bloß nicht über den Zocker King, Alter. Ich erwähne ja keine Details. Andi, wirst du Zocker King? Erzähl's mir. Wishes, wirst du Zocker King? Wie wirst du Zocker King? Erzähl's uns. Wushi, wir sind beide im Finale, Alter. Wir haben beide keinen Bock, ein Video zu machen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer gewinnen wird. Also, ist so.
Aber egal. Wenn ihr mehr zum Zocker King wissen wollt, fragt Andi in einer privaten Nacht. Ja, auf gar keinen Fall. Andi wird jetzt keine öffentlichen Aussagen mehr dazu machen. Ist so. Ash, du bist so krass. Du hast vorhin gesagt, du bleibst bis zum Schluss und du bleibst einfach bis zum Schluss. Du bist echt top. Wenn wir mal ein Treffen machen, musst du auch kommen, auf jeden Fall. Ist so. Genau wie die anderen. Ihr seid hart, Leute. Ihr genau seid wie Nalania und all die anderen, die hier bis zum Schluss dranbleiben. Heftig. Wenn Jerome bei uns festhängt, ist das in Ordnung. Sagt Rufus. Ja, wir sind ja alle die Andi-Avatar-Crew, ne? Ist so. Alle von Andi gezeichnet und koloriert. Ja. Jojo, genau. Deswegen, also mal Props an alle, die sich noch hier mit uns durch das durchschlagen, wofür wir gestern wirklich eine halbe Ewigkeit gebraucht haben. So, Emily, komm mit. Komm mit. Ich bin so ein Child-Molester, Alter. Und vor allen Dingen, Emily spawnt in jedem Raum immer an einer ganz bestimmten Stelle. Und das können wir ausnutzen. Wushi schreibt, es gibt eine Live-Krönung für Andi, ich halte mich zurück. Wushi, bitte, jetzt mal ungelogen, bitte mach ein Video, ich schwöre. Ansonsten mache ich einfach nur, wenn du kein Video machst, mache ich einfach nur ein Video mit 20 Minuten Intro und sag nichts dazu. Ich würde so feiern, wenn du mir so ein Anime-Boobs-Intro machst. Das letzte Intro von Andi war viel zu geil, Wushi. Ist so, vor allen Dingen, ich habe einfach das in irgendeinem billigen Online-Scheiß gemacht und sie voll am Loben, so, boah, voll gut. Ganz ehrlich, ich habe es total gefeiert, weil es scheiße und das sieht total genial aus. Aber irgendwie so diese Funkel und die Musik, das wirkt so episch. Ja, und ja, die Anime-Tits da, Alter. Und dann get me out of here, Witchrat. So geil, Alter, ich hab mega, ich habe selber drüber gelacht. Ich meine, ich halte mich zurück mit Anime-Mobben. Ich bin gerade im Love-Modus. Love all the way in the chat. Ist so, Alter. Mhm. Dann lieben wir uns mal. Wir haben uns gedisst wegen Resident 7, jetzt ist Zeit für Liebe. Ist so, jetzt ein bisschen Bruder Lamour. So. Wishes, wenn du in Berlin bist, sag Bescheid. Wir haben uns seit dem Saufen nicht mehr gesehen. Das ist echt hart. Ist so. Das ist Jahre her, wo die Ratten hinter den Pinkeln sind hinterhergelaufen sind. Der arme Typ, ey. Aber selber schon, wenn er gegen die Kirche pinkelt, ey. Der ist ein Typ gewesen, ey. Ich sag's dir. Gotteslästerung, wir nennen mal keine Namen, ne? Ja, nee, besser ist das für den Typen. Cooler Move. Wo ist die Alte denn? Danke fürs Tür aufmachen. Die ist echt im Basement. Emily. Hauptsache voll das geile Basement, so 5 Schränke und nichts anderes hier unten. Richtig gut. Emily, komm jetzt mit, wir gehen nach oben. Okay, alles klar, komm. Willst du mir da die Kinder-Pedo-Schiene abfahren hier? Ja, ja. Ich mach einen auf Fritzel, Alter. Was, Fritzel? Du kennst dich Fritzel, Junge? Nee. Ich kenn nur Drachenlord. Fritzel ist ein, Österreicher, der, seine Kinder im Keller eingesperrt. Ach du Scheiße, war dieser komische Schnurrbart-Typ, ne? Ja, ja, genau, Josef Fritzl. Oh ja, sag mir was. Ja, ja. Heftig, ey. Gibt kranke Menschen da draußen. So, jetzt kann sie eigentlich nur hier sein. Dann muss sie in diesem Raum hier hinten sein. Ja, da ist sie. Was geht ab? Guck dir diesen Booty an, Junge, ey. Der ist breiter, als sie hoch ist. Ich wünschte, der hätte in diesem Booty irgendwie eine Box versteckt, die ein bisschen Hintergrundmusik macht. Nicht so eine hässliche Fresse, ey. kennst du nicht Fritze, Junge? Kenn nur Drachenlord. Dieses Dialog sollte man den Rahmen. Ich weiß, geil. Das war sehr random, weil wir vorhin irgendwelche Drachenlord-Kommentare am Anfang hatten. Sag es mal in Drachenlord, dass wir ihn gerade auf Fritze-Niveau gestellt. Oh, das ist ja schon wieder. Läuft. Schön. Kennst du nicht Drachenlord, der auch seine Leute im Keller einsperrt, ey? Ja. Yeah. Gleich mal ein SWAT-Team vorbeischicken. Ja, wenn du sagst, könnte man ein SWAT-Team vom Beispiel. Ja, ja. Wie lange ist noch? Habe ich überhaupt neu gestartet? Ja, yeah, so wie gestern Nacht, ey. Eine Minute, ist ja eh die leichteste Nacht, oder? Ja, ja, aber ich will nur wissen, wie lange ich warten muss, ey. Weil wir müssen gleich in Nacht 5 Uhr bis 6 Uhr, Drache Isolation, Alter. Auf gar keinen Fall. Was ist ein Drache Isolation? Das ist Alien Isolation mit dem Drachenlord als Gegner. Wollte ich spielen, Alter. Achso. Das Alien ist zwar gruseliger, aber würde ich spielen. Ja, aber runterladen läuft nicht. Wenn ich es jetzt einsammle, habe ich es geschafft. So, Nacht 5 bis 6, wo ist die Problematik dabei? Wir müssen Emily suchen, haben aber noch die drei Geister am Arsch. Was sich gerade bei diesem kleinen Bugfest von einem Spiel als sehr kacke herausstellen kann. So, ich sammle sie jetzt ein und leg den Controller hin. So, sorry für die Lautstärke. Du sollst doch nicht mal das Mikro fressen. Mhm. Boah, der zieht. Mm-mm-mm.
So, was ist, Ash, du hast eigentlich nichts verpasst. Wir haben sie ein paar Mal gesucht, ein paar Mal gefunden und in ungefähr 20 Sekunden kommt es zur härtesten Nacht ever. Wir haben nur ein bisschen über Vergewaltigungsopfer bei Drachenlord geschrieben. Ja, so geredet. In etwa. Macht ja auch Sinn. Ja, hör mal, die reine Energie oder was auch immer die da für ein Kraftwerk haben, ey, ist ein Level 18 Hater. Einfach Strom abstellen. Der stromlose Lord. An die chillt ein bisschen, bevor jetzt die Nacht vorbei ist. Müsste aber jetzt eigentlich gleich vorbei ja, sein. Ja, ist jetzt vorbei. Ja. So, 5 Uhr, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt kommt die härteste Nacht. Jetzt wird's. Daran saßen wir gestern 1,5 Stunden. Und als Lisa vorhin zugeschaut hat, haben wir es direkt beim ersten Mal geschafft. Ja, haben wir es nach 5 Minuten geschafft. Ich muss jetzt wieder beide Kopfhörer reintun, damit ich höre, was abgeht. Du solltest lieber genau aufpassen jetzt, ja. Sowieso. Deswegen du kennst ja unser Chat übernehmen. Wir haben das so oft gespielt, Andi kennt es auswendig, wie wir hier vorgehen. Genau. Also, du kannst woanders hingehen. Ach, okay, danke, da ist sie schon. So, jetzt hat er hier wieder Emily und die anderen Puppen aber. Und muss 6 Minuten überleben. Ey, wenn du es jetzt wieder schaffst beim ersten Mal, Alter. Ich verstehe diese ganzen Drachensprüche nicht, ey. Ich kenne wahrscheinlich, weil ich Drachenlord nicht gucke oder so. Sollte man einen Timer starten. Wichser. Ash, was trinkst du Leckeres? Andi hält sich mit einem Energy-Ring wach. Ja, ja, muss sein. Ich prügel die Scheiße aus ihm raus, dass er nie wieder aufsteht. Ich schwöre euch, ihr habt keine Chance. Traut euch, kommt. Klingt wie ein Lied von Wishes. Wishes. Sorry, Mann. Bringt Wishes ein neues Album raus. Wir müssen ein Wishes Album promoten. Mhm. Sprudelwasser. Ey, die nehmen im Studio auf. Von daher kann man sie auf jeden Fall mal geben, falls ihr Bock auf Rap-Musik habt. So, ich muss gleich laufen, sobald er weg ist. Jetzt. Lauf. No. Oh, das war eng, glaube ich. Der ist im anderen Raum gespawnt, als ich reingelaufen bin, der Wichser. So, Emily, wo bist du? Jetzt muss ich aufpassen gerade. Nein. Der ist dann so oft gestorben, ne? Den kleinen Wichser gehört gerade wieder. Solange Kiki nicht kommt, ist alles okay. Wir denken in dem Spiel jetzt nur noch im System. Wir denken gar nicht mehr in Horror oder Schrecken. Wir denken nur noch im System. Das machen, stehen bleiben, gucken, machen, rennen, gucken. Das ist nur System, deswegen. Also sie ist mit Sicherheit im Basement. Jeglicher Schreckhorror kann gar nicht mehr auftreten. Fick dich, bei Emily, ungelogen. Kann gar nicht mehr auftreten bei uns. Sie ist im fucking Basement. Lauf. Ach, Kiki, fick dich. Dich kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Obwohl wir nur Kiki bisher hier unten hatten. Und den Clown. Kiki ist eine richtige Fotze hier. Ey. Chucky hatten wir noch nicht. Chucky! Siehst du, die ja, da, das Wände. Macht, das macht die gerne an der Stelle, das ist fast gescriptet. Ich darf nur Chucky jetzt nicht kriegen, ey. Hab ich ein Problem. Boah, Ash, du fragst eine Frage. Wahrscheinlich hast du die Missionsliste genauer im Kopf als ich. Was sind meine Top 3 Missionen in Thief 2? Ich finde, die erste ist eine richtig schöne Einstiegsmission, wenn man. Da kann man so richtig die Verbesserung genießen, die seit dem ersten Teil gemacht wurde. Fuck you, Kiki! Ungelogen, fuck you. Nach dem ganzen übernatürlichen Scheiß hat man sofort. Shit. So eine klassische, Kiki, fick dich, Mann! Ganz ruhig. So ein klassisches Thief-Feeling. Dann, was mir im Kopf geblieben ist, ist die Bank and Trust. Die riesige Bank. Dieser, Kiki, wo bist du? Kiki, wo bist du? Kiki? Oh, oh. Die ist aber auch richtig heftig schwer. Und tatsächlich finde ich in Thief 2 auch manchmal der Heidenmission, wo man im Wald unterwegs ist, ganz interessant. Die sind ganz gut gemacht. Aber welche finde ich noch gut? Ja, natürlich, meine Lieblingsmission sollte ich natürlich nennen. Über den Dächern der Stadt. Ich liebe Angel Watch. Dieses Ganze davor, wo man über die Dächer der Stadt zwischendurch mal in die Wohnung einbricht und in die Wohnung einbricht und dann in diesen Turm ankommt, der Mechanisten. Ich will keinen Scheiß aussprechen gerade. Ja, ja, genau. Angel Watch und die Bank. Also bei Angel Watch bin ich voll bei dir. Beste. Soll nicht so laut sein. Wir wecken noch Lisa. Nee, nee, die pennt wie ein Stein. Da ist Emily. Also so wie du. Also wenn euer Haus abbrennt, sterbt ihr beide. Fuck, wo ist Kiki? Fuck, wo ist Kiki? Fuck, wo ist Kiki? Da ist Kiki. Okay. Ja, Angel Watch und die Bank auf jeden Fall. Und die erste Mission ist auch cool. Aber Angel Watch ist, ich glaube, das ist, ich würde fast so weit gehen und zu sagen, Angel Watch ist meine liebste Thief Originalmission ever. Ich liebe die Mission. Da habe ich mich auch sehr geärgert bei meinem LP damals, was auch eine der Sachen ist, wo ich mich immer sehr ärgere. Dass ich manchmal unterschiedliche Soundlautstärken zwischen den Videos habe. Und der Game Sound war das extrem leise bei Angel Watch, da ärgere ich mich heute noch.
dass ich zu leise aufgenommen habe. Ansonsten war ich sehr zufrieden mit der Qualität. Aber diese Mission, ich liebe sie. Nach 2 Minuten. Wie man dann mit in den Nebel durch die Stadt springt und so, das ist so gut gemacht. Ich liebe es. Und dann hat man so viele Wege, die man gehen kann. Richtig geil. Das ist für mich pures Thief-Feeling. Jerome, du hörst viele Sachen. Du kannst ja mal in mein LP reingucken, dann weißt du, warum ich das Reboot nicht mag. Das Problem ist, ich habe 200 Stunden in dieses Spiel gesteckt. Was ist denn jetzt? Ja, 130. 200 Stunden in dieses Spiel gesteckt, da waren noch 160 Stunden privat, wie auch immer ich das gemacht habe. Plus 40 Stunden Let's Play. Und ich werde es nie wieder installieren. Es wird nie wieder auch nur die Fußspitze auf meiner Festplatte setzen. Weil beim dritten Mal spielen, du merkst wirklich, was da alles falsch läuft und wie verbuggt. Wenn das Spiel wenigstens keine Bugs hätte und der Sound gefixt sein würde, würde ich es richtig feiern. Weil es in Ordnung wäre. So ist es aber einfach nur ein kaputter Mess. Weil beim ersten Mal, ich habe es richtig geliebt. Ich weiß nicht warum, ich habe es geliebt beim ersten Mal spielen. Beim zweiten Mal war es so, na okay. Und beim dritten Mal habe ich richtig die verbuggten Scripts und so. Willst du was sagen? Ich will dich nicht unterbrechen. Nein, alles gut. Okay, Andi konzentriert sich. Und ansonsten kannst du ja mal in meine LP reingucken, Jerome. Der finale Part hat sogar ein Dislike gekriegt. Ich weiß nicht, wer mich da gehatet hat. Da habe ich geweint. Vor allem der erste Part Bloodlands hat mehr Aufrufe als mein letzter Part Reboot. Wer ist der Boss? Zweiter Versuch? Erster Versuch. Oder was der zweite? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube der zweite, aber unfassbar, wie lange wir gestern daran gesessen haben, ey. So, ich zeige euch jetzt, ihr beide Trophys in einem kriegen könnt. Weil eine ist für rausgehen und eine ist für drin bleiben und sterben. Ja. Und sobald ihr jetzt die drei Puppen hört, lauft ihr raus. Und dann würdet ihr theoretisch beide Trophys gleichzeitig kriegen. Ja, Ash, da warst du auf jeden Fall zu der Zeit ein härterer Spieler als ich. Aber im LP kannst du auch nicht ghosten total. Das hatte ich auch mit Andi jetzt. Wenn du jeden leben lässt, kommst ewig nicht weiter. Das geht nicht. Andi zeigt jetzt die Trophy. Ich hoffe, dass ich es zeigen kann. Er muss genau hören, wenn die Puppen lachen, dann muss er losrennen. Mhm. Weil so kriegen wir beide Trophys auf einmal, die müssten nicht 5 bis 6 die müssten beide droppen, ja. Und da die nicht synchronisiert sind, müssten die auch ploppen. Ich glaube ja, bin mir aber nicht sicher. Müssen wir gucken. Also, wenn ihr alle Trophäen haben wollt, ist das hier ein guter Guide. Ja. Lauf. Oh shit, du hast noch einen. Doch, er hat dich noch gekriegt. Hallo! Beide, ja, ja. Wie der aussieht, ey. Das waren theoretisch beide jetzt. Aber die unlocken, glaube ich, nicht, oder? Warte. Ne, die werden schon lange unlocked. Verstehe ich nicht, warum die eine Trophäe vorhin aufgespielt hat. Vielleicht hat er sie zwischendurch synchronisiert. Das kann sein. Jerome, du hast das auf der PS3 gespielt. Hart. Hart. Leute, kurze Frage. War das der erste Versuch von 5 bis 6 Uhr oder war es der zweite? Ich meine, es war der erste. Ja, dann müsste, kann es sein, dass er vorher mal gestorben ist. Ich bin bei Emily um 4 Uhr nachts einmal gestorben. Mhm. Jerome, wenn du also auf der PS3 und Xbox 360 ist das Spiel richtig... Das sind die schlechtesten Versionen. PS4, Xbox One oder PC, wenn schon, denn schon. Aber auf der PS3 ist heftig. Weil das Spiel da hässlicher ist, die Ladezeiten sind länger und der ganze Rest ist auch noch drin. Aber okay, wenn du Spaß hattest, ich hatte beim ersten Mal auch riesig Spaß, aber desto öfter du das spielst, desto mehr fallen einem halt die Fehler auf. So, meine Damen und Herren. Das war... Wir sind gerade noch im Dialog, es sind nur Leute da, wir können doch nicht aufhören. Ich meine, wir könnten auch Wizard of Legend spielen. Ach, Wizard of Legend, da springen die Leute wirklich alle ab. Ja, gut, das stimmt. Vielleicht fällt uns auch ein Minispeer. Geh nochmal in deine Bibliothek nochmal rein. Oder hast du irgendwas drauf installiert, was wir einfach nochmal einwerfen können nebenbei? Ach, ich könnte Stardew Valley nebenbei spielen. Könnten wir machen, wenn wir uns jetzt nichts Besseres finden. Also, ihr habt die Auswahl zwischen Party Hard, so einer Runde, oder Emily Wants, Stardew Valley, oder wir spielen, aber ich muss es erst runterladen. Also meine Stimme würde zu Party Hard gehen, weil es hat coole Musik. Es ist so ein bisschen dieser Mörder-Flair, den wir absolut, heute haben. Absolut, ja. Chantel also, the Paris Quest auch. Geil. Also Party Hard ist gut, da spielt Andi einen Killer, der alle umbringen muss auf einer Party, ohne entdeckt zu werden. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich gehe mal gerade ganz kurz den Energy Drink wegbringen. Und Wishes, bist du Stardew Valley? Echt? Krasser Typ. So, ich bin mal gerade ganz kurz weg. Bin aber eine Minute wieder da. Bis gleich. Also das wird jetzt quasi das Projekt, um den Stream so langsam auszublenden, solange ihr noch Lust habt. Und genau, wir quatschen noch ein bisschen und so. Das Anwesen von Truart Ash, ja, das ist ziemlich genial gemacht mit dem Mord. Wir können auch Stardew Valley machen, das ist 200 MB groß, das kann Andi in 5 Minuten runterladen, das wäre kein Problem. Müsst ihr euch entscheiden. War erster Versuch, krass, ey.
kurz in den Chat, wie viele Leute noch da sind. Also mir werden hier noch ziemlich viele angezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr noch alle da seid. Aber ich kann ja mal erwähnen. Ash Ketchum, Ashura, Commander Root, Decaf Smurf, Der Jerome, Final Autumn TV, Ivo 87, Natania, Terminator, Zero Oblivions, The X-Ray Scope, V&K, Vigor Pros, Vicious und X-Shadowro. Krass, dass ihr alle noch da seid, ey. Einfach mal so knapp 15 Leute immer noch. Anstalt für misshandelte Kuscheltiere. Ich weiß nicht, ob Andi darauf jetzt Lust hat, aber er kommt ja gleich wieder. Müssen wir mal schauen. Ja, Party Hard Ashura, genau, das hat halt gute Musik. Das wäre halt ein bisschen chilliger jetzt für den Ausgleich. Wo Stardew Valley auch entspannt ist. Es also haben jetzt erstaunlich viele Leute Stardew Valley gesagt, aber Ashura meint auch gerade, Party Hard hat halt geilere Mucke, ne? So ist es. Mir ist es egal, Leute. Ich habe gerade nochmal alle gelobt und aufgezählt und grüßt die da, sondern jetzt schreiben da auch, ist halt ein Event, wenn wir streamen und so. Ja. Laut Stream steht 11, aber ich habe gerade gezählt, sind 16. Ja, habe ich auch gezählt. Stardew Valley ist schön ruhig. Party Hardy, let's go. Oh, es ist heftig, Alter. Okay. Pass auf, wir machen jetzt mal so. Sag mal kurz alle nix. Wir machen jetzt hier mal einen Strich. Und dann stimmen wir. Und jetzt sagt jeder nochmal, was er haben will und wir zählen durch. Ja. Weil ihr habt gerade wirklich Zeit ungefähr gleich viel für die beiden gestimmt. Ja. Let's go, noch einmal abstimmen. Nach dem Strich bitte. Genau. Und was heißt, ich denke mal, ruhig zum Abgang heißt dann Stardew Valley, alles klar. Das ist, ich glaube, das ist die knappe Mehrheit, aber wir gucken mal. 2-1, 2-2, 2-3 zu Party Hard. Gucken, ob jemand doppelt schreibt. Ja, ja. 2-3 für Party Hard. Alle nochmal aufwecken. Ja, noch ist nicht vorbei, Jerome. Komm noch ein paar. Ja, 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 ein paar haben wir auch noch, die noch nicht abgestimmt haben. Ein bisschen Geduld haben wir noch. Genau. Du hast es übrigens beim ersten Versuch anscheinend geschafft schon wieder. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Wir haben da gestern so lange gesessen. Ich habe mittlerweile den Pattern drauf. Das System, ja, ja. Ja, ja. Wir haben sie gestern auch immer übersehen teilweise und so. Ja. Der Rest pennt. Wir warten noch kurz. Wir gehen... Wir gehen Wein und Resi-Sekt zocken, Jerome. Wishes. Kannst du das Stream machen? Ist so. Also wenn du das streamen würdest und zeigst, was da so geil ist, ich würde es mir auch noch reinziehen. Aber selber brauche ich es jetzt nicht zocken. Aber mit Andi will ich es natürlich irgendwann auch LP'en. Ja, ja, klar. Das wird ein langes LP, das Spiel ist lang. Hm, Race kommt, sagt auch Party Hard. Klingt nach Party Hard. 4-2 für Party Hard. Also wir geben euch jetzt noch genau... 30 Sekunden? Genau. Ich mache mal einen Counter. Wenn dann nicht abgestimmt wird, dann ziehen wir uns zum Gewinner rüber. Ja, ja, 30 Sekunden kann ich abwählen. Ich wollte gerade sagen. Kann ich gerade noch erkennen. Ich glaube an dich. Ich habe auch gerade gesagt, hätten wir jetzt Stardew Valley gemacht, 200 MB hättest du in 5 Minuten runtergeladen. Was ich gleich mit dir mache, nachdem wir aufgehört haben mit Streamen, ne? Bist du sicher? Ja. Finde ich chilliger als Wizard of Legends, bin ich dabei. Und du kannst Chips, wenn das interessen. Und ich habe mega Bock auf Nein, Nein, Nein. Wish schreibt, mein Zwillingsbruder mit demselben Nickname meint auch Stardew Valley. Ey, Brudi, dann ist trotzdem 4-3. So, Zeit ist vorbei, wir spielen Party Hard. Ich meine, ich könnte euch ja meine Stardew Valley Farm zeigen und danach spielen wir Party Hard. Okay. Machen wir jetzt so. Kurz Farm und dann Party Hard. Ihr habt alle gewonnen. Ist so. Wir lieben uns alle. Im Endeffekt haben wir beide gewonnen, weil wir so eine tolle Community haben. Oh, das ist so schön. Ah, oh, geil, okay. So. Emily wants to play. Ja, jetzt kann ich die Scheiße ja nicht mal runterwerfen. Meine Mutter sagt Stardew Valley. Okay, Stardew Valley. Nein, wir zeigen es noch einmal ganz. Ich zeig noch mal ganz kurz meine Farm. Und wir können noch mal chillen und du erzählst mal, warum Stardew Valley ein geiles Spiel ist. Weil Stardew Valley das alles macht, was Harvest Moon in den letzten Jahren verkackt hat. Und das Ganze ist von Concerned Ape, einem Indie-Entwickler. Einem Menschen, der alles gemacht hat und das ist einfach krass. Ich zock's auch gerade auf der Vita, ist sehr chillig unterwegs. Das ist auch so ein Spiel, du musst dich nicht darum kümmern, gut zu spielen. Du musst dich nicht darum kümmern, jetzt in dieser Jahreszeit alles zu schaffen. Du kannst so lange spielen und so lange brauchen, wie du willst. Ist so, und nicht 3 Jahre und dann war's das. Heftig, 80 Stunden. Andi hat schon gut was reingesteckt. Ja, ja, ich habe das immer gerne so gemacht, dass ich nebenbei irgendwelche Horror-Leute, also Leute, die True-Horror-Stories vorlesen von Reddit und so. Ich bitte dich jetzt, mir deine Farm vorzustellen. Na klar, wo ist das Haus? Ohne zu spoilern, wie du alles baust, einfach mal alles zeigen. Ja, klar, weil ich kenne viele das halt noch nicht, aber du kannst ja mal alles so zeigen. Ich bin noch nicht über das erste Jahr hinaus. Aber meine Waifu hat schon das erste Herz bekommen.
Kannst du es ja mal deine Familie vorstellen hier? Das ist mein, keine Ahnung, wie die Kackbratze heißt. Mir scheißegal, da ist Abigail, meine Frau, die ich nicht betrüge mit Haley oder so. Die ja gar nicht betrügt mit allen anderen Frauen. Ist so, das ist Abigail, meine Frau. So, da gibt es erstmal einen kleinen Schmatzer. Und dann zeige ich euch einfach mal, dass ich, für diejenigen, die Sunny Valley kennen, dass ich Haley Blumen gegeben habe. Das ist, wenn du mit einer Frau in einer Beziehung bist. Aktuell bin ich übrigens dann mit... Wo ist Lea, verdammte Scheiße, da? Das ist mein Waifu. Ja, ja, genau. Also ich habe ihr erstes Herz geschossen. So, hier ist mein Haus. Harvest Moon Back to Nature war der beste Teil auf der PS1. Das waren die Zeiten, wo Harvest Moon noch gut war, Ash. Ich lese mal Chat, bevor du gleich weitererzählst. Kein Problem. Ich will da morgen mal reinschauen, aber man hat mir gesagt, dass ich es mögen werde. Sagt Wishes, das macht mir Angst. Gönn's dir auf jeden Fall, kann ich schauen. Das letzte, wo es war Witcher 3. So, morgen ist mal Kaffee trinken. Kannst gern so viel Zeit ins Zeit über dich stecken, wie du in Witcher 3 gesteckt hast. Also, wir haben wir dabei. Andi wird, glaube ich, kein guter Vater sein, sagt Ash. Korrekt. Andi, der Schürzenjäger, sagt Ashura. Hey! Das sind beides korrekte Aussagen. Das hier ist mein fucking Gewächshaus, das sind alles uralte Früchte hier übrigens. Bevor Andi sagt, wie die Kackbratze heißt, würde ich in den Arsch treten in deiner Kindheit, glaube ich. Absolut, kann ich verstehen. So, hier ist, da kommen die ganzen uralten Früchte rein bei mir. Und das gibt einfach maximal Geld, weil es gibt nur Trophäen für 10 Millionen. Und ich habe mir jetzt mühsam meine uralten Früchte, ich habe einen Samen mir gekauft irgendwann mal für ewig Geld, habe den hier mit dem Samen multiplied. Und da, weil das so viel Geld abwirft, sind mir meine Tiere eigentlich scheißegal. Wishes, wenn du wenn du Harvest Moon als Kind gemocht hast, wirst du dieses Spiel mögen. Das ist meine es macht, was Harvest Moon gemacht hat, macht es noch besser. Und es hat verschiedene Tiere mit Krüppeln und so. Und du kannst deine Farm halt mit so Häusern komplett aufbauen und allem. Und das ist meine kleine Farm. Du kannst die Bewohner kennenlernen, du kannst Quests machen teilweise, du kannst die Mine erforschen, du kannst angeln und alle Fische holen. Und hier überall schwarze Chickens. Mit Schatteneiern. Keine Ahnung, wie Kackbratze heißt, sagt Ash. Das ist das beste Quote heute. Genauso wie mit Drachenlord und Fritzer. Wie heißt der? Fritzel. Fritzel. Geiler Typ. Du musst uns merken, die Quotes, ey. Nur der harte Kern hört diese Quotes noch. Ja, ja, ja. Ist das die normale Farmwelt, Andi? Fragt Jerome. Ja. Was ist denn die unnormale Farmwelt? Frag ich mich auch gerade. Was ist denn da für Sommer? Oder was sind das für Bäume? Sommer, ja. Okay. Kauft der hier auch mal was Geiles? Ich hab den jetzt einmal entdeckt. Ja, die Schatteneier zum Beispiel. Ah, damit kannst du schwarze Hühner holen, aber ganz selten. Die wertvollere Eier machen, oder wie? Ja. Hm. Und Schattenmayonnaise. Ja, ja. Würde ich nicht essen, ganz ehrlich. Nee, Wie würdest du schwarze absolut. Mayonnaise essen? Ich würde Patty-Mayonnaise essen. Es gab mal schwarzen Ketchup oder sowas. Ja. Oder blauen Ketchup. Ich möchte übrigens mal gerade sagen, dass ich alle legendären Fische und so gefangen habe. Nee, gibt da mehrere Maps, schreibt Jerome. Auch auf der Konsolenversion, vielleicht PC-Version, Mods oder so. Nein, ich verstehe, was er meint. Das ist die Monster-Farm-Welt. Okay. Da kommen nachts die Monster raus. Und da kann man auch eine Farm bauen? Nee, pass auf, es gibt ja verschiedene Bedingungen. Ach so, jetzt weiß ich, was er meint. Die Map, die man am Anfang aussucht. Genau. Welche hast du genommen? Die Monster. Ach stimmt, ich habe jetzt die Wald-Map genommen. Ja, Lisa auch. Da hast du aber so eine grüne Fläche, die du nicht bebauen kannst. Das ist korrekt. Nervig. Ich gehe mal mit euch gerade in die Mine. Kann ich das ruhig mal zeigen? Der Shortcut ist hier. Ich liebe es, wie du in der Kaffeepause bist, da du über die Kaffee getrunken hast. Ich hab das so gefeiert. Musste sein. Ich will die ganze Zeit so einen Dash machen, weil ich voll an Wizard of Legend gewohnt bin. Die Frösche oder Eichhörnchen kann man aber nicht fangen oder sowas, nee, oder? Nee. Boah, voll die Spoiler, die Mine funktioniert. Das funktioniert bei. Oh, ist ein Shortcut. Ich zeig euch einfach mal die. Oh, das sind ein paar Ebenen hier. Ich check, guck mal nicht so hin. Ach so, viel ist hier nicht. Also, Andi und Chris, wann kommt euer Vlog von der Drachenschanze? Was? Ja, wegen, Dragonlord. Ist das die? Ja, das hatten wir schon. Waldmap ist die beste, sagt Jerome. Absolut. Team Wald. Monster ist die beste, weil das Farmlayout am besten ist. Außerdem. Machen die Monster noch was anderes, außer dass sie dir theoretisch Lebensenergie abziehen können? Die droppen Sachen. Und hier zum Beispiel ist alles Gold. Yay! Aber das soll nicht. Aber du musst sie töten dafür, oder? Ja, aber ich habe einen Vampirring, dadurch kriege ich, wenn ich töte, immer ein bisschen Leben dazu. Das ist aber auch nicht das Krasse. Es gibt noch eine. Sobald du das durch hast, bekommst du den Skull Cave. Es gibt einen Skull Cave in der Wüste. Ich geh mal kurz vorhin. Ja, kein Thema. Nein, Quatsch, alles gut, kannst hier bleiben. Das war's ja schon. Mehr wollte ich ja nicht zeigen. Ey, bleib hier. Ich muss pissen. Ach so. Dann tschüss, ich geh nach Hause. Hau ab, ey. Nee, auf jeden Fall. Hier könnt ihr euch ja den ganzen Kram holen, weil ihr braucht ja auch Iridium-Barren und so ganze Scheiße. Kann man die Mine leer farmen? Nein. Also klar, du kannst die ganzen Ebenen wegmachen. Ich kann euch das ja mal irgendwann mal zeigen. Du kannst die ganzen Ebenen wegmachen, aber wenn du dann quasi wieder reingehst, dann sind die wieder da. Also es ist nicht so, dass du jetzt, wenn du alle 120 Flaws gemacht hast, das Ende ist.
Und im Skullkäfern ist es sowieso krass. Sobald du einmal reingehst, gehst du ins Ebene, schießt mich tot. Und tiefer du gehst, desto mehr geilen Stuff findest du. Zum Beispiel, das ist gut, dass Chris nicht da ist, das Schwert hier. Das ist das beste Schwert im Spiel. Das kriegst du nur, wenn du eine prismatische Scherbe findest, irgendwo mit dieser selten zu droppen, die du kriegen kannst. Und in der Wüste zu den drei Säulen gehst. Da bekommst du das Schwert. Ich weiß nicht, wie heißt das überhaupt? Genau, das Galaxy-Schwert. Und das halt schon maximal geil. Yo, Rexy, was geht ab? Willkommen zurück. Chris ist gerade mal für kleine Mädchen. Und damals habe ich immer mega Schiss gehabt in der Höhle, wenn dieser rote Nebel kam und allgemein Nebel. Das heißt, dass jetzt ganz viele Monster kommen. Hier, wie ihr seht. Flippen hier mega aus. Aber mit dem Galaxy-Schwert alles kein Thema. So, sobald Chris wieder da ist, wechseln wir zur Party Hard. Ich denke mal, wir machen noch so bis 3 oder so und das sollte dann erstmal reichen. Weil wir haben ja schon 8 angefangen, wie gesagt, nochmal so Review passieren lassen. Heute ist technisch mega viel Scheiße gelaufen. Das tut mir auch wahnsinnig leid, dass wir erst so spät anfangen konnten. Aber das Mikro hat absolut nicht funktioniert. Dann hat das mit dem Emulator absolut nicht funktioniert. Dann Internetgeschwindigkeit schießt mich tot. Aber wie gesagt, nochmal dickes Danke an alle dafür, dass ihr da so geduldig gewesen seid. Das war auf jeden Fall sehr geil. Chris, was geht ab? Weiß nicht, Blase ist wieder leer. Sorry. Oh, bis 30, echt 9 Minuten? Scheiß die Wand dann. Dann machen wir noch bis, was weiß ich. Ne, wir machen noch Party Hard als Abklang. Haben wir ja, gehört. Ja, ich guck mal, dass ich jetzt auf Ebene 120 gehe. Was, haben wir gerade keinen Sound? Ich höre nix. Weiß ich gar nicht. Ich höre nix, hörst du was? Hört ihr was? Moment mal, hört ihr was? Wie leise ist das Spiel? Warte. Jetzt sehr, hör ich, jetzt hör ich sehr, was. Sehr leise, vielleicht so, okay, das war sehr laut. Sorry. Jetzt höre ich wieder was, okay. Feinste Comedy für uns, sagt Kamarex, war das nicht funktionieren. Immerhin habt ihr Spaß dabei gehabt. Ich bin innerlich voll ausgeflippt, ey. So, eben 120 wieder rauf. Okay, Jerome, den feier ich. Bis 4, dann gehen wir alle zusammen schlafen in einem Bett, Smiley. Brown. So, das war's eigentlich. Ich zeige euch jetzt mal nur, nee, ich zeige euch nicht das härteste Spiel der Welt. Wishes sagt, man merkt richtig, wie Chris im Streaming aufgeht. Ja, so, das war auf jeden Fall Party Hard. Ich fresse mit euch jetzt noch eine Pizza hier und dann geht's zu Party Hard. Ja, Wishes, ich glaube, das ist allgemein, kann ich ja mal sagen, es ist immer, wenn ich mit Andi rumchille, ich weiß nicht. Also ich merke, wie ich vollkommen entspannt bin und weiß nicht. Ich bin so ein Mensch, der sich gerne mal selber stresst wegen Sachen, auch wenn ich bin ja gerade allein zu Hause, kann man so sagen, ne? Und habe jetzt nicht ständig Gesellschaft und ich bin dann so ein Typ, der sich wegen irgendwelcher Sachen stresst. Und immer, wenn ich mit Andi zusammen bin, wo er bei mir war, hatte ich zum Beispiel, geile Rucke, ist so. Hatte ich eine unglaublich stressige Zeit vorher. Und sobald er da war, ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper und alles runterfährt und ich, weiß nicht, das ist so, auch wenn ich mal bei dir war und mal Magenprobleme hatte, ich gemerkt, ging es mir sofort besser. Ja, ja, ja. Man sagt, das ist aber auch bewiesen, glaube ich, wissenschaftlich, wenn man mit Freunden zusammen ist, also die richtig guten Freunde, man gesundet schneller, man schläft besser, diese ganzen Sachen. Also, und ich glaube, das merkst du an meiner Sprache, wie entspannt und wie gut es mir gerade geht hier. Absolut. Das war jetzt eine Liebeserklärung, ne? Ich weiß, ich habe jedes einzelne Wort davon genossen, Alter. So, welche Map spielen wir? Ist du mal erst mal mein bester Kumpel da, wir wohnen halt einfach mal 500 Kilometer auseinander. Ich glaube, ich versuche mal die anderen freizuschalten und mach mal die jetzt hier. Und dieses YouTube-Ding und dieses Gaming-Ding, das schweißt uns auch nochmal mehr zusammen, weil wir wirklich die gleichen Leidenschaften haben und so. Ja. Das ist einfach. Passt einfach alles gut zusammen. Ja. Wenn wir schwul wären, würden wir sofort zusammenziehen. Also oh, die Mucke. Aber Andi hat leider keine Brüste, daher kann ich nicht. Es reicht mir einfach nicht. Boah, erstmal wenn wir Stauung drauf kriegen, okay, das ist tanzen. Okay, das ist genug Game Moments. Zeit für Dancen. Muss man gerade gucken, wie laufen gehen. Bei Journey könntest du gut relaxen, ja, das habe ich auch mal überlegt, ob ich mir das hole. Hast du das mal gezockt? Wieso fuck nehme ich alle ab hier? Geh mal weg hier. Journey, nee, noch nie gespielt. Okay. Ich konnte die aber irgendwie auslocken. Fucking Security Guards, ich schwöre, Alter. Fick dich hart. Wish schrieb ja, wie ich im Streaming aufgehe und kam Alex so und wer macht die Sauerei dann weg? Ist so. Alter, die Musik hat was, sagt X-Ray Scope. Geiler Soundtrack hat das Game, oder? Hast du den zweiten Teil schon gezockt oder gibt's den noch gar nicht? Den zweiten Teil gibt's nur als Alpha aktuell. Die Demo, ja, ja. Los, Andi, stech sie ab, sag schon. Ja, ist so, mach ich jetzt auch. Auf wen musst du aufpassen mit dem Spiel alles? Generell auf alle Gäste oder auf wen musst du aufpassen? Wer könnte dich entdecken? Theoretisch kann jeder mich entdecken und die Polizei rufen, dann bin ich am Arsch.
Die Türsteher können mich zudem ausnocken und damit sofort aus dem Spiel befördern, wenn ich mich nicht vor denen ranschleiche und die absteche. Aber kannst du nicht, ich habe das Let's Player gesehen, wenn die Polizei mit dem Wagen verwehrt, kannst du dich nicht irgendwo verstecken und bist du total sicher? Oder? Ja, nicht ganz sicher. Okay. So, ich muss ihn umbringen, aber ich komme nicht nah genug ran. Ich liebe diese Twitch-Smileys. Los, Andi, stech sie ab. Sehr geil. Shadow of the Colossus, Kamarek, steht auf meiner Kaufliste. Ich habe mal so eine Liste gemacht aller PS4-Games, die ich auf jeden Fall haben will. Muss mal gerade ganz kurz gucken. Die sterben jetzt hier gleich alle. Warte, muss mal. Na, ja, lass mich in Ruhe. Ja, mach mal. Ich kann sie mir auch leisten. Ich muss sie nur irgendwann alle spielen. Ja. Die Liste ist jetzt schon 10 Spiele lang und ich habe dieses 5, 6, 7 Spiele, die ich habe, noch nicht mal gespielt. Nein, 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 die Polizei wird mich umbringen. Oh, da auch nicht Glück gehabt. Wenn ich mal aufstehen könnte, wäre es echt geil. Aber ich schlafe nur. Das Gute daran ist, dass es unglaublich schön aussieht und das Spiel am besten einen erleben lässt, Shadow of Colossus. Und es kostet einfach nur 40 Euro, wo es rauskam. Und wenn du nur eine Weile wartest, kriegst du es für 15 Euro. Mag das Spiel gerade oder kann ich? Weiß ich nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Was machst du da? Lass mich doch mal in Ruhe, Mann! Bastet. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Nee, ist auch okay. Okay, neuer Versuch. Wir können ja mal die Maps mit den Musiken ein bisschen durchgehen. Nee, pass auf. Ich habe eine Map, die kann ich gerne mal zeigen. Die ist die geilste. Ungelogen. Ja, zeig. Das Spiel übrigens, super geil einfach. Das war Neon Top Party. Dieses Musikthema gerade hat was von Hotline Miami irgendwie so. Absolut, absolut. Auch der ganze Stil. Ich liebe die Neon Top Party. Gibt's auch eine Pool Party oder? Oder? Nein, nein, nein. Das war nicht die Neon. Die ist zwar auch geil, aber das ist nicht der Track, den ich meine. Das war aber auch eine Roof Party. Kennt ihr das, wenn ihr Tonnen an Games zu Hause im Schrank habt und hin und wieder keine Ahnung habt, was ihr zocken wollt? Absolut. Du sprichst uns aus der Seele, Kamarex. Ist so. Wenn Frauen nicht wissen, was wir anziehen, wissen wir Zocker, die ist es. Ob männlich oder weiblich, nicht wissen und teilweise nicht, was wir spielen wollen. Und Andi tanzt jetzt mal ein bisschen ab. Der Song heißt in the Lights übrigens. So ein geiler Track. Das ist die Poolparty. Rooftop. Nee, das ist die Rooftop-Poolparty, ja. Wo kommt hier die Polizei an? Fahrstuhl links. Okay. Man kann jetzt die Leute übrigens runterwerfen. Und alle bestätigen die Aussage. Ash kennt es, Ashura kennt es, X-Ray kennt es. Und Jerome sagt nochmal zum Stream. Danke an Chris und Andy in den Chat. Super Unterhaltung. Ich hoffe, ihr kommt öfter mal Streams. Und es war schön, mit euch das jetzt ausklingen zu lassen. Auf jeden Fall. Vor allem, wir haben jetzt innerhalb eines Monats 2 Streams gemacht. Das wird leider zu schnell nicht wieder gehen wahrscheinlich. Aber wir hoffen bald wieder. Ja. Das erinnert mich an irgendwas, das Lied. Ich weiß, ich benutze ihn auch gerne, den Song. Mit ihr übrigens, die wir freispielen müssen, ist deutlich einfacher, weil bei ihr kann ich einfach erstmal Leute außen locken, wenn ich sie trete. Wenn wir den normalen Killer spielen, bringt er sie sofort um und dann würde sich jemand beschweren, der daneben steht. Aber so knocken wir ihn einfach nur aus, nehmen ihn mit und werfen ihn runter. Ja, Wishes, ich kann mir gar nicht vorstellen, was du meinst. Ich könnte ihn einfach hier in den Häcksler stecken. Du spielst bestimmt Tetris seit 2016. Witches, aber irgendwann hat man noch mal genug. Ich verstehe es nicht bei dir, ey. Von was denn? Witcher aus? Ja. Du kannst, egal wie gut du spielst, irgendwann hast du alles gesehen. Erstmal. Zumindest für ein Jahr Pause oder so. Und du sagst, du legst es jedes Jahr mit Abstand einmal ein und fängst nochmal neu an, aber dann nicht ohne Pause, ey. Das wäre ja wie bei Final Fantasy 8 und bei mir, kann ich verstehen. Ich liebe auch Resident Evil 2, ich liebe Code Veronica, ich liebe so viel, aber ich kann die nicht 2-3 Jahre lang hintereinander spielen. Nur. Das geht nicht. Vor allem exklusiv, ziemlich. Ja, das geht nicht. Ich überlege gerade noch ein Rollenspiel, was ich mag. Ich liebe, kannst auf jedes Spiel eigentlich übertragen. Das ist Schreie, ey. Du kannst übrigens... Wirfst du die da runter? Ja, ja, klar, ich töte die ganze Zeit damit. Du hast ja oben links die Anzahl der Kills, die du machen musst. Ja, ja. Du kannst auch die Fensterputzer... Musst du nicht alle töten? Ja, aber ich kann die Fensterputzer einfach runterwerfen. Tschüss. Es sollte eine Disco für Gamer geben mit dem Song aus diesem Game. Ist so. Die Frage, ob die Gamer zu der Disco hingehen würden. Ich liebe diese Mucke, ey. Wiedersehen. Stört keinen, dass die Leute runterwürfen, oder? Ja, ja, deswegen. Das ist das Ding, deswegen mache ich das. Zack. Sind die ein bisschen easy? Was? Auf was muss ich gerade aufpassen? Ich habe extra die Kombination so gewählt. Okay. Eigentlich ist es deutlich schwerer. Ja. Aber ich kann auch einfach Fallen stellen, wie zum Beispiel, dass das Ding gleich einbricht. Ich spiele jetzt 3, 2, ja. Jetzt ruft einer die Cops. Ah, okay. Und die nehmen gleich jetzt weg, genau. Aber die Leute knallen ja auch auf den Asphalt. Glaub mir, das Spiel wird noch schwer genug.
Bodyguards könnte ich ja sofort wissen, wie du vorhin gesehen hast. Wo bist du gerade? Unten links. Aber der Polizist weiß nicht, dass ich es gewesen bin, weil ich bin ja nicht an der Leiche gewesen in der Nähe. Also bist du safe gerade? Ja, ich bin ganz safe. Ich will eigentlich den Bodyguard da links ausschalten, wenn der und der Bodyguard da oben die einzigen sind, die mich gerade ficken können noch. Ziemlich. Den Bodyguard muss ich nur mal wieder umdrehen. Das ist ja auch ein Thema, was Andi und ich kürzlich gequatscht haben, von wegen Massive Online Roleplaying Games. Ja, ja, genau. Lisa. Lisa spielt gerade Final Fantasy 14, was ein MMORPG ist. Und Andi und ich sind uns einig, wir würden so eine Spiele nie spielen, weil die unglaubliche Zeitfresser sind und theoretisch endlos sind. Und man kommt dann halt nicht wirklich dazu, andere Spiele zu spielen, wenn man die exzessiv spielt. Deshalb lassen wir dieses Genre einfach raus. Ja. Weil wir sonst nichts mehr spielen können. Oh. FBI? Oder ist das normale Polizei? Ne? Polizei steht da. Oh, ein paar Leute sind alarmiert. Ja, das ist okay. Wenn übrigens Leute zu viel Mord sehen, laufen irgendwann Rampage und können dich auch umbringen. Oh, ich liebe diese Mucke, ey. Tschüss. Hey, hilf mir mal. Quick step. Schnell. Stell mir so eine Party vor, 40 Leute, auf einmal stehen nur zwei da und denkst so. Schön, sie haben mich gerade gesehen. Oh oh. Jetzt seht ihr mal, wie das Ganze aussieht, wenn die Polizei gerufen wird. Die kommen nämlich jetzt hundertprozentig mit dem Heli. Dammit. Aber die können wir umlaufen. Das erste Mal geht's, da verfolgen die dich nicht so lange. Oh shit, ich komme hier nicht vorbei. Lauf! Nein, 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 I'm Joe. Oh Gott sei Dank. Bis I'm Joe for the shit show. Bis dann, ich geh da mal. Und wir lassen den Stream jetzt ausklingen mit diesem Spiel. Ja. Wahnsinn, wir haben jetzt schon wieder 5 Stunden, 5,5 Stunden gestreamt. Heftig. So 6 Stunden gehört bei uns zum guten Ton dazu. Ja, ist so. Ich muss den abstechen, der geht mir so. Wenn der jetzt hinweggeht. Die Custom Level bei Tomb Raider ist so ein bisschen wie die Fanmission. Mag er nicht gesehen. Da hast du echt ewig Zeug zu tun. Das war's jetzt für mich, glaube ich. Meinst du? Ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Wenn die wollen mich eh gerade jagen. Hi. Ja. Shit. Fuck, ich hätte fast geschafft. Hätte ich nur den Shortcut nehmen können. Gut. Eine kleine Map machen wir noch. Die Barbecue-Party ist das allererste. Das ist mega gut, ey. Dann wirst du morgen mit Lisa frühstücken. Gute Frage, ich muss morgen zum Bahnhof fahren, kurz. Deck mich auf jeden Fall, weil morgen will ich mit frühstücken. Weil wenn sie dann schon früher... um 9:30 sein, ne? Ja, ist egal. Alles klar, okay. Ich kann mich ja notfalls nochmal hinlegen, aber wenn sie schon früher abhaut, dann habe ich wenigstens noch was. Ich hau mich auch nochmal hin, wenn ja, sie ja, ja, dann habe hab ich wenigstens noch was für euch. Ich nehme mal die Barbecue-Party, das erste Level mit ihm. Man kann natürlich auch, und das ist auch vom Spiel gedacht, ich mache jetzt nicht die Map, seid ihr wahnsinnig, es dauert viel zu lange. Man kann auch tanzen. Und dann kann man die Leute meistens dazu bewegen, dass sie abhauen. Fuck off! Und manche schlagen dich auch und manche tanzen dann noch mit. Okay, der ist auch geil, der Track. Mhm. Man kann auch Fallen stellen, wie gesagt, und wenn man einfach weit genug weg ist, dann passt das auch. Ist halt auch so ein ganz kleines bisschen Strategie. Oder hier rechts. Ich kann den hier losjagen. Oder hier den Baum umwerfen, dass er da reingeht. Wir damit effektiveren Shotgun machen. Abstechen. Zack. Ganz unauffällig. Das erste Level, falls ihr es übrigens mal von mir sehen wollt, habe ich komplett LP'd. Ja. Ich erinnere mich. So, oben brennt der gleich ab. Ja, mal gucken, wenn wir irgendwann mal wieder streamen, nehmen wir uns wieder ein größeres Projekt vor, wahrscheinlich. Ich wollte einfach mal so ein Resi 2 Nostalgie streamen. Cool, dass die Polizei mithilft, absolut. Erstmal weiter Party machen. Da ruft jemand die Polizei. Ja, aber nicht wegen dem.
glaube ich zumindest. Hoffe ich mal. Und der Jerome sagt, Leute, ich gehe jetzt auch, bin ja fast bis zum Ende hier gewesen. Gute Nacht, hat echt Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Aber bis dahin passt gut auf dich auf. Absolut, haust du rein, Junge. Wir sind jetzt auch, denke ich mal, ein paar Minuten weg. Good night, sleep tight. Da sind schon Bedbugs bei. Schlaf gut. So, der Dicke stirbt gleich, glaube ich. 6.47. Ich werfe nochmal einen Blick, einen letzten Blick auf die Chatzahl. Kein Problem. Ich kill ja das mal ein paar. Einfach immer noch fast 15 Leute da. Krasse Scheiße. So, die müssen gleich die Leiche drauf entdecken. Ja, so, jetzt kann ich hier langlaufen, weil er mich nicht für den Mörder hält. Wenn ich hier mal langkommen mit der Polizeikarre, kannst du mal wieder auf den Bildschirm klicken? Thank you very much. Hatte ich eigentlich. All ihr krassen Nachtschwärmer da draußen. Ist so. Ich dachte, der nächste Stream ist ein Thief-Stream. Ja, genau. Wenn wir bei mir sind, machen wir das. Ja. Was nun? Die da umficken gerade. Die also küssen so. Sich. Ja, ja. Also, was für Ficken. Die küsst sich keiner, ey. Ich würde euch hier gegen, ey. Ja, Ash, wenn wir bei mir sind, machen wir einen Thief-Stream. Muss man nur gucken, wann Animal wir bei mir rumhängen. Das ist dann auf jeden Fall ein angesprochenes größeres Projekt. So, jetzt sind wir hier. Jetzt kann ich mich doch umgehen. Glaub mir, die Fan-Missionen auf Experte dauern. Ja, absolut. Ich werde mir eine gute raussuchen. Ja. Da ist die 2000 Gold aus der Goldmission ist gar nichts gegen. Da steht dann, finde 5000 Gold wenigstens oder sowas. Du Scheiße. Ja, ja, aber da gibt's dann auch genug. Aber halt. Ja, klar, muss ja. Wir lernen gerade hier mal so ein bisschen die Bude. Quickstep. Ja, ja, du musst einfach nur wissen, obwohl die sehen können, wo nicht. Don't stop. Hey, zum Beispiel wird gleich Amok laufen, weil er schon rot ist. Weil er zu viele Leichen gesehen hat, deswegen muss ich ihn eigentlich als nächstes ausschalten. Oh, unauffällig. Ja, das ist das Problem, der hat die ganze Zeit jemand um sich rum. Hast du eigentlich unendlich Zeit? Ja. Dann geht's schon. Deswegen geht einfach darum, dass du ganz gechillt bist. Oder gibt's mehr Punkte, wenn du schneller bist? Nee, eigentlich nicht. Dann geht's nicht erwischen. Hast du eigentlich alle Trophys? Ja, ja. Trophys? Gibt's eine Platin? Nee, ich glaube nicht. Oh, fuck, ich hab aus Versehen den Hass gerade angegriffen. Das war keine Absicht. Ich bin mal gespannt, ob die mich jetzt wiederbeleben. Oh, Tatsache. Aufgestanden, erstmal einen abgeschlachtet. Oh, ich muss gerne nämlich irgendwie an Beverly Hills kommen. Ein bisschen. Oh, da ist der Händler. Ein Händler? Wieso? Der hat den Händler gesehen. Ach nee, der hat den Typen da gesehen. Da ist ein Typ ziemlich rot. Ja, er läuft gerade Amok. Händler, gib mir mal was raus. Erstmal kacken gehen. Geh nach links im Schrank. Was ist das für ein Item für mich? Poison. Perfekt. Was kannst du damit machen? Ich hoffe, das Richtige. Kannst du den Punsch vergiften? Ich müsste eigentlich. So, die beiden schon umgebracht. Direkt da, ey. Ich will eigentlich den Typen da mal umbringen, aber läuft die ganze Zeit nur so rum wie ein Berserker, ey. Polizisten kann man nicht so einfach umbringen, ne? Nee, gar nicht. Okay. Doch, theoretisch schon, wenn du einen Explosive plantest. Ah, okay. Aber das musst du erstmal haben. Der Typ läuft immer noch Amok, ey. Kann der auch Leute umbringen? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nur dich. Ich hab irgendwie Bock zu tanzen mit der Musik, ey. Make a call ist auch immer interessant. Entweder kommen jetzt mehr Partygäste oder Hilfe für mich. FBI? Was willst du von mir? Geh weg, Mann! Was zur Hölle? Okay. Tschüss. Alles klar, danke. Er fällt um, du schlägst ihn, er geht weg. Okay. Genauso muss es laufen. Don't stop. So, die beiden sind auch weg. Ja, hat ein bisschen was von XLF, muss ich zustimmen. Hast du ein Item für mich noch? Hab ich immer noch Poison? Kann ich den Typen da oben poisonen? Ich hoffe ja. Nein, lass mich in Ruhe. Magst du noch ein Schoko kosten? Ich gerade mal konzentrieren, warte. Ah! Ah, ich hatte jetzt erst so einen Wichser. Im weißen Anzug.
der Leichenmann. Noch 9 Leute. Knusper, knusper, Knäuschen. Wen tötest du in dem Häuschen? Krass, er hat es nicht gesehen. Aber echt, ey. Heftiger Typ. Ich kill dich jetzt, Mann. Alter! Komm jetzt her. Da schläft noch einer. Ja, das genau. Ist tot. Jetzt bin ich tot. Damit. Shit. Egal. Boah. Don't stop. Aber genau das tun wir jetzt. Boah, hat mega Laune gemacht, Leute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Geht so gut. Und gehen wir final. Ja, viel Spaß mit dem Ohrwurm übrigens. Party Hard, das Spiel. Mega geil, Leute. Die 100% auch echt machbar. Und ihr habt heute 3 Spiele gesehen. 4 mit Stardew Valley. Ich habe einen Arsch voll zu schneiden. Ja, wenn du alles mal hochladen willst auf YouTube mit Chat, auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall. Jo Leute, dann haut euch mal ins Bett. Der Chris zockt jetzt noch eine Stunde bei mir. Nein. Jo, ja, chillen wir noch ein bisschen. Jo, genau. Finde ich auch gut. Man merkt auch langsam klar, jetzt werden langsam alle müde. Ist guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Ihr wart sehr treu und sogar Wish ist. Hätte ich nie gedacht, dass du noch so lange bleibst. Cool, dass du da warst. Ah, perfekt, Wushi ist fertig und wir können jetzt alle mal ganz gechillt ins Bett gehen. Sollen wir einmal kurz die Liste durchgehen? Mal als finales Danke und tot. Krass. An die Letzten, die da gewesen sind. Du darfst als Gastgeber gerne. Ash Ketchum, Ashura, Commander Root. Bitte? Wechseln wir immer 3er Takt. Decaf Smurf, der glaube ich heute noch nichts im Chat geschrieben hat, ich weiß es nicht. Mhm. Final Autumn TV, der uns immer an die Magnum erinnert hat. Kamal Rex, Terminator. The X-Rays Go. Oh, Terminator. Krass. BNK. Ja genau, BNK, Virgo Pros, Wishes und Shadow Rogue. Auch von Anfang an dabei, der Shadow Rogue. Mhm. Sehr geil, Leute. Ja, cool, auch dass bei dir, Ashura, das geklappt hat. Das war ja bei den letzten 1-2 Mal mit Terminen nicht immer so ein bisschen eine schwierige Sache. War sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die ist schon weg, ne? Ja, ich glaube schon, vermutlich nach genau. Oh, auf jeden Fall genau wie das nächste Mal machen wir bei Chris und Thief Stream. Aber da gibt es natürlich wieder mal ein Ankündigungsvideo auf unseren beiden Kanälen. Wie immer, ihr kennt das ja, wenn wir streamen, gibt es immer Ankündigungen. Das ist jetzt unsere Tradition, mindestens einen Stream, wenn wir uns sehen. Ja. Oh. Macht euch noch einen schönen Abend, entspannt euch noch ein bisschen. Wir werden es tun. Ist so, wir freuen uns auch auf den nächsten Stream. Jetzt erstmal noch mal eine Stunde chillen. Und dann ab ins Bett. Ich hab Bock auf Eistee, Mann. Alles klar. Alles klar. Leute, mega viel Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut da rein. Ciao, ciao. Ciao, Leute.